Good afternoon, everybody. Nice to see you all. Unfortunately, I only speak in English, so our friend here will translate in German what I have to say or advise you on. I have been treating German patients for about 15 years, and I have found that I should slow down. Yeah. Also erstmal, das haben Sie wahrscheinlich noch alles gut verstanden. Ach so, sorry. Ja. So, jetzt ist das Mikro. Wow, geht bis nach hinten hin. Also erstmal recht herzlich willkommen und zu diesem Workshop. Und ich bin die Frauke und ich werde das ein bisschen übersetzen. Ich denke, viele von Ihnen können ganz super Englisch, aber für die, wo es nicht ein bisschen klemmt, damit sie das auch alles schön mitbekommen, übersetze ich das hier auf Deutsch. Und dann fangen wir an. Also Dr. Jill hat schon seit mehr als 15 Jahren Patienten betreut. And I feel that the traumas of the First World War, the men and women are carrying, and the Second World War, were never addressed, or the people weren't treated. Und oft sind die Traumata, die erlebt worden sind während des Ersten und Zweiten Weltkrieges, halt nicht behandelt worden und auch nicht erkannt worden. Und das setzt sich dann auch fort durch die Generation, ne? Weil dann ja die Mütter auch diese Traumata erlebt haben, die Kinder austragen und so weiter. Und dem kommt da oft entgegen, dass das nicht behandelt wurde. Mhm. We know in science that the cells have memory, they carry memory. Also die Wissenschaft weiß, dass die Zellen auch ein Gedächtnis haben, Zellgedächtnis. But still, we recognize traumas, we don't know how to treat it. Und man kann Traumata zwar erkennen, aber wir wissen immer noch nicht genau, wie man das eigentlich behandeln kann. So the society has got sicker and sicker. Und somit ist die Gesellschaft immer mehr krank geworden. Men don't realize how to love. Die Menschen wissen nicht mehr, wie man liebt. Women don't know how to give love. Die Männer wissen nicht mehr, wie man liebt, und die Frauen wissen nicht mehr, wie man Liebe gibt. Mhm. And the society is in disaster. Ja, und die ganze Gesellschaft ist eigentlich ein Desaster. Mhm. There is so much love, but because of these traumas, people don't know how to give it to each other. Also es gibt so viel Liebe um uns herum, aber wegen dieser ganzen Traumata wissen wir nicht, wie wir uns das gegenseitig geben und auch empfangen können. I come from a very old medical family. We have been born in Britain in 1880 from India. So we understand more because we watch the society. We haven't gone through the war traumas. Also er kommt von einer sehr alten, auch Medizinerfamilie. 1818 sind sie nach Großbritannien eingewandert. Und die Familie hat es praktisch so ein bisschen von außen mit angesehen, als Beobachter, diese Traumata von dem Krieg, weil sie aus Indien kamen und nicht selbst drin involviert waren. Und so konnte man sich das praktisch anschauen als Beobachter. You see, there were, again, I come from a caste of medical family. Also eine richtig medizinische Kaste kommt daher. So we have written history about 1500 years. Mit einer aufgeschriebenen Geschichte über mehr als 1500 Jahre. So the traumas are not new. Also Traumata gab's schon immer, auch in dieser Zeit. But now they are more aggressive. The people have become desert. Und jetzt ist es aber, dass diese Traumata doch viel mehr aggressiv und stärker werden und dass die Menschen innerlich mehr verwüsten. And the tranquilizers, antidepressants, happy pills, sleeping pills are not the answer. Und diese ganzen Chemikalien, diese ganzen Pillen, die wir nehmen, die Happy Pills, die Antidepressiva, die Beruhigungsmittel, das ist natürlich nicht die Antwort dazu, weil das nur das Symptom bekämpft und nicht die Wurzel. You and I have to take charge through the exercises. Also wir müssen, become our own guru. Ja, sagt das schön. Also wir müssen unser eigener Lehrer, unser eigener Guru werden, und das können wir, indem wir ein paar einfache Übungen machen, und das will er uns jetzt Because zeigen. We are all special, but we have to bring that out from us. Jeder von uns hat Nobody was is
unimportant or more important than me. You are all more important than me. We are all unique. Jeder von uns hat was Einzigartiges, was ganz Besonderes, was er einbringen kann. Und das sollen wir alle lernen auszudrücken. Also es gibt keinen, der unwichtig ist. Wir sind alle wichtig. Wir sind alle wichtiger als alle. Alle wichtig. Just the journeys have been different from birth. Nur unser Weg dorthin, unsere Reise dorthin seit unserer Geburt für uns unterscheidet sich im Einzelnen. You see, people born with a silver spoon in their mouth are not without trauma. Es gibt auch viele reiche Menschen, die mit dem silbernen Löffel im Mund geboren wurden, die haben auch ihre Traumata, die müssen die auch lösen. And then you see, trauma is a diagnose, but each person's trauma is unique to them. Und Trauma ist eine sehr allumfassende Diagnose, aber für jeden, der ein Traumata hat, ist das was sehr Persönliches, seine eigene Lebensgeschichte. Just like the hurting, some children, when they were very young, remember the mother didn't give them milk or didn't love them, and they carried that sort of trauma. But it is not a trauma, it is a misunderstanding. Es gibt zum Beispiel Menschen, die als Kinder nicht genügend Muttermilch bekommen haben und die tragen das dann als ihr Trauma, als Beispiel, obwohl es in dem Fall mehr so ein Missverständnis ist. I think the worst trauma the generation we have now, 15 to 20, facing is that they are not wanted babies. They had to be born. Und er glaubt, dass das größte Trauma jetzt zur Zeit ist, die jungen Menschen, die jetzt so 15, 20 sind, dass es da viele Kinder gibt, die ungewollt waren. Und das tragen die auch in sich, unbewusst, als Trauma. Because when the cell is in the embryo, in the mother, in the placenta, it feels love. Denn schon der Embryo in der Plazenta, also im Mutterbauch, kann die Liebe fühlen. So if the mother wasn't mentally right or the father, the child carries mental traumas already here in also, the stomach. Also wenn die Mutter oder auch der Vater nicht dazu bereit waren, eigentlich dieses Kind in Liebe auszutragen, das bekommt das Kind schon mit. And look at the situation in Germany. The father, who's also responsible for making the baby and the mother, their family has lost someone. They are carrying so much hurting, he or she, and that baby has to carry it. Also hier in Deutschland auch noch durch diese alten Traumata, was noch von den Generationen davor kommt und dann durch Vater und Mutter weitergegeben wird, was auch in den Eltern präsent ist, auch das trägt dieser Embryo schon mit sich. And when the baby comes out, it demands love. Und wenn das Kind dann rauskommt, im Bauch kann es ja noch nicht so viel fordern, aber wenn es dann draußen ist, dann fordert es viel Liebe. Now, if the first two stages in the mother and the second hasn't gone right, we have the third stage where the teenager or the adolescent is looking for love. They want to experience love. Und wenn es halt schon schief geht oder falsch läuft in der Gebärmutter oder dann später mit dem Baby, das nicht genug Liebe bekommt, dann ist nochmal eine dritte Stufe, eine dritte Phase in der Zeit von in der Teenagerzeit, wo dann nochmal ganz doll nach dieser Liebe geschrien wird, dass man diese Liebe braucht. But we never gave the child a chance. How is he going to find he or she the right partner when the first two stages haven't gone right? Und man muss sich auch vorstellen, diese Jugendlichen, die haben gar nicht die Chance bekommen, sich dann einen richtigen Partner, einen liebevollen Partner auch auszusuchen, weil sie das in diesen ersten zwei Phasen in der Bauch der Mutter und als Babys nicht gelernt haben, Liebe zu bekommen und den richtigen Partner dann auch dadurch zu erhalten. So this is just, you know, one direction of traumas, hurtings. But there are many others where people hurt each other. They are cruel to one another. They are hateful to one another. That's different fields again. Also das ist jetzt ein Beispiel dazu, wie es kommen kann, dass man in Beziehungen sich gegenseitig verletzt, dadurch, dass man halt diese Liebe in den ersten Lebensphasen nicht erleben konnte und so auch falschen Partner aussucht und sich gegenseitig verletzt.
Aber es gibt natürlich noch viele andere Ursachen, warum man sich in einer Beziehung mit einem Partner verletzt und das Herz dann verletzt wird. So, for example, although the society doesn't admit it, there's a lot of trauma because the women are not loyal or the men are not loyal at this time. You know, they're not true with each other. Und viel Trauma entsteht auch in unserer Gesellschaft heutzutage, obwohl die Gesellschaft das nicht so zugeben möchte, weil ja, Männer und Frauen halt auch fremdgehen oder in ihrer, selbst in ihrer Beziehung nicht, ist loyal auch ein gutes deutsches Wort, loyal miteinander umgehen. Mhm. Oh, you know, parents do so much for the children, but the children are still very bad-mannered. Es kann auch sein, dass Eltern ganz viel an ihre Kinder geben und viel für sie machen und trotzdem benehmen sich die Kinder sehr schlecht und erwidern die Liebe nicht. It doesn't matter what you do for them, they don't listen. It's not enough. Da kann man sonst noch was machen, sich um die Kinder kümmern, die hören aber nicht zu. Man kann nie genug machen. They are not ready to listen to advice. They want to go on the journey and make a disaster of their life before they listen. Sie sind einfach noch nicht dazu bereit, für die ist noch die Zeit noch nicht gekommen, dass sie zuhören wollen, den guten Ratschlag. Die möchten die Reise selber machen, ihren Weg selber gehen, ihre eigenen Fehler machen und lernen dann auf manchmal ziemlich harte Art und Weise daraus. So really we could spend a whole week discussing trauma and hurtings and visit different psychiatrists, neurologists, neurophysicians. There is no answer unless the society changes and learns how to get rid of hurting and traumas themselves. Also da könnten wir jetzt wochenlang drüber sprechen, ne, über Traumata, wie die entstehen und was alles damit zusammenhängt. Man könnte zu allen möglichen Spezialisten gehen. Aber letztendlich liegt es an uns, an der Gesellschaft, am Einzelnen, an sich zu arbeiten und diese Traumata zu überwinden. You see, we will say in our Western sciences just the different mental diseases, schizophrenia, paranoia, psychotic, neurotic. But what's the answer? Also wir da diagnostizieren ja auch viel in unserer westlichen Gesellschaft diese ganzen neurologischen Krankheiten, Schizophrenie, Psychosen und so weiter. Und ja, da haben wir dem allen Label aufgedrückt, aber wir wissen immer noch nicht, wie können wir das Problem lösen, was ist die Antwort darauf? You see, in 35 years of practice, I have seen that some people via trauma hurt in the heart. Und in seinen 35, das hatte ich vorhin, glaube ich, falsch gesagt, in seiner 35-jährigen praktischen Erfahrung hat er auch gesehen, dass und warum die Menschen hier in ihrem Herzen wehtun. Some people can't eat anymore, some people can't sleep anymore, because each person is so unique. Und bei jedem drückt sich das anders aus. Manche können zum Beispiel dann nicht mehr schlafen, manche können nicht mehr essen. Also jeder hat dann eine ganz persönliche Reaktion auf diese Traumata. Some people can't trust anybody anymore. Manche trauen anderen nicht mehr. They have fear. Haben Angst vor anderen Menschen. They can't love anymore. Und können nicht mehr lieben. So what are we to do? Put people on tablets forever? Ja, was sollen wir dann machen? Wir können die Leute doch nicht immer ständig ihre Tabletten geben, ihre Pillen, damit sie ruhig gestellt werden. So I have developed a few exercises and I want to give them as a gift to people that are here. Do practice them. Also er hat da ein paar Übungen entwickelt und das möchte ich Ihnen gerne schenken, diese Übungen, damit Sie die üben können. Die werden sicherlich nicht alle Ihre Probleme lösen, alle Ihre Fragen beantworten, aber er glaubt doch schon einen Teil davon. Mhm. You see, if we really have compassion and love for each other, then we want to leave something good behind. Denn wenn wir wirklich Mitgefühl und Liebe füreinander empfinden, dann wollen wir auch was Gutes hinterlassen. So we have been, our families have been doing it, traveling from Jerusalem, Central Asia to India for thousands of years. So I think we can learn from what we have learned. Weil also unsere Familien schon seit tausenden von Jahren diese Reisen gemacht haben, vom Christentum in Zentralasien und alle diese Sachen, die man dort gelernt hat, denkt er, können wir auch hier lernen. So our first exercise today
will be how to remove trauma and hurting from the heart. Also die erste Übung wird sein heute, wie wir Trauma und auch Schmerz von unserem Herzen entfernen können. What time do we have till 1 o'clock? So we'll do 4 exercises for them. And then we should leave 15 minutes for questioning actually. So we have 3. Okay. Also 3 Übungen werden wir machen heute. So if you watch my mouth. So einfach mitmachen. Can you feel it? Richtig schön vom Herzen aus fühlen. Einfach mitmachen. Can you feel it? Und können Sie das fühlen, wie das hier resoniert? You can advise me. Shall we concentrate on the heart only today? I think next time we can leave it further. It's very long process. Also er fragt, ob es okay ist, wenn wir uns heute erstmal nur auf das Herz konzentrieren. Ist das in Ordnung für Sie? Ja? Okay, gut. Yes? I think otherwise too many exercises. Sonst wird zu viel Übung geben. I have to give credit to German people. I had a woman last 2 months ago. She should have been dead a long time.